Und damit geht's los mit dem Trader Live Simulator Teil 2. Ganz, ganz anderes Bild, ganz modern oder deutlich moderner gemacht. Und wir schauen rein, wie sich das Game verändert hat. Es war beim letzten Mal, im ersten Teil, war es schon ein wirklich wildes Game. Ob das immer noch so ist? Also legen wir los, gehen wir hier direkt rein. Play, Attacke, Vollgas, New Game. Auch da geht es los. Und wir starten, wie auch beim letzten Mal, in unserem Haus. Ich glaube, beim letzten Mal war das ganz wild zusammengebaut. Schmale Wände, Wände, die in die Treppe reinragten und weiß der Geier was. Einfach Game Design technisch ein Kleinod. Also sensationell kreiert. Ja. Ja. Naja, ich glaube, also ich komme mir ein bisschen groß vor. Irgendwie, aber ansonsten, das Haus ist noch kahl, das kann man später einrichten. Okay, es gibt keine zweite Ebene, die Treppe ist diesmal weg. Okay. Jawohl. Na, das passt doch. Und es ist doch ganz schick gemacht. Es sieht doch ganz schick aus, ey. Kann man machen, ne? Hier ist unsere Karre, jawohl. Was ist da vorne? Die Grenze oder was? Alter, richtig hier das Haus am Meer, ey. Oder am See. Der Sound ist gut. Gibt's auch Fische hier drin? Alter, hier die Pfützen. Und die Pfützen, die bis ins Wasser reingehen. Das kenne ich. Von, wie hieß es noch? Dieses Angelgame. Ei, 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 ei. Ja, also, ich glaube, hier müssen wir nicht wirklich was erledigen. Aber es ist schon mal schön, dass es so komplex ist. Zumindest so in den, zumindest so von den Ideen. Was das hier ist, keine Ahnung, was das hier werden soll. Vielleicht kommt hier ja noch was hin oder so. Aber im Moment ist es tatsächlich der Parkplatz für unsere geile Karre. Und das ist gar nicht so schlecht, ey. Kann man sich gut drin umgucken. Ich finde, das Feeling in der Karre ist gar nicht schlecht. Ich weiß auch da noch beim letzten Mal, beim ersten Teil, das Bremsen war der Oberhammer. Okay, fahrtechnisch. Ja, Mann! Es ist, glaube ich, ein bisschen besser geworden. Es ist, glaube ich, ein bisschen besser geworden, der Bremsweg. Was macht er denn jetzt hier? Moinsen, Officer, ein wunderschön... Schönen guten... Die Security. Was macht er hier? Was ist das hier? Police Department? Ne. Hat er das Rolltor einfach zum Hochklappen gemacht? Ja, ist klar. Ja, da wird das Rolltor einfach hochgeklappt. Normal, oder? Wenn man... Oder einfach mal so ein paar Barrikaden hier auf den Zaun geerdet. Alter, ich werde wieder weich, ey. Kann man da reingehen? Nee. Ne, keine. Oh, jetzt hänge ich hier fest. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh nein. Really? Gehen Sie nicht ins Police Department. Oder Sie backen drin fest. Oh mein Gott. Ich bin mehr drin als draußen. Okay, ich kann nichts machen. Ich back hier fest. Katastrophe. Wo waren wir stehen geblieben? Beim längsten Bremsspurtest, den es gibt. Okay, hier gehe ich nicht nochmal rein, auch wenn mich da oben der Helikopter ja schon interessiert hätte. Nicht so schlecht. Was haben wir denn hier? Hier haben wir eine Klinik. Hier haben wir eine Klinik. Ich fahre mal eben ran. Gucken wir mal, ob wir da irgendwie was machen können.
Wo kommen denn die Leute her, Alter? Nee. 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 Nicht dein Ernst. Nen Scheich. Nicht dein Ernst. Nen Zombie. Alter, das Game. Ich werde ja wieder weich. Und wo rennen die hin? Verschwinden die dann auch jetzt hier gleich? Das ist ungefähr das Lauftempo. Alter, du kannst es dir nicht ausdenken. Du kannst es dir einfach nicht ausdenken. Wer kommt denn auf so eine Idee? Alter, und da hinten kommen sie wieder. Da hinten rennt der Scheich rum. Und dann rennen die hier einmal im Kreis oder was und ploppen hier wieder auf. Alter, ist das abgefahren, ey. Ist das abgefahren. Ist das gut. Ist das gut. Halbes Zombiehaus hier, ey. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Wahrscheinlich muss ich erstmal da. Achso, press M. To open your map. Also wir müssen M drücken, um die... Map, ja, zu öffnen. Ich habe ein bisschen Angst vor Türen, deswegen gehe ich ja gerade mal nicht so nah dran. Und, find your shop. Finde den Shop. Ja, machen wir. Machen wir gleich. Hier rennen die nächsten Leute rum. Die rennen hier ihre nächste Route, oder? Safe. Oh, aufpassen, nicht, dass ich gleich wieder festbacke hier. Karren stehen hier auch rum. Also so eigentlich gar nicht schlecht, ne? Von den Texturen und sowas alles, szenariomäßig. Keine Ahnung. Zombie-Apokalypse, Shooter-Game. Da sehe ich das. Geil, Alter, die Stromleitungen. Stromleitungen, Alter. Das sind keine Leitungen, das sind Rohre, keine Kabel. Ah, ich werde weich, ey. Achso, was war mit der Klinik? Alter, was man hier alles entdecken kann, ne? Oh, hier kann man rein. Hallo? Hallo? Ha? Oh. Dr. Jekyll? Treat yourself. 250 kostet das. Ich habe nur 350. Damit wäre es ja durch. Das hängt auch einfach im Nichts. Das hängt auch einfach im Nichts. Das Game ist einfach eine Bugshow. Eine komplette Ultimative. Ah, da ist der Mönch wieder. Ach, der Mönch. Der Scheich. Der läuft ein. Ach, warte mal. Drücke M. What? Achso, hier ist das Haus. Hier ist die Polizei. Hier ist das... Ja, wir sind genau hier. Das ist eine Bakery. Und da ist der Store. Wir fahren direkt drauf zu. Close. Die Karre ist geil, ey. Oh, hier ist er. Und jetzt rum. Easy.
So. Und hier, hier steht netterweise Pickup mit T. Ne? Normal. Und. Oh, warte mal. Take item from box or grab. Ah, mit dem Mausrad hin und her. Das heißt, ich könnte jetzt hier wieder mit T auf. Nee. Doch. Ah, und hier ist der Shop. Und hier ist auch wieder. Es ist kein Bodybuilder-Typ mehr. Es ist kein Bodybuilder-Typ mehr. Die sind, ja, deutlich normaler einfach, die Typen. Sonst waren das ja immer diese Bodybuilder-Typen, die dann da rumstanden. Na, schönen guten Tag, Alter. Willst du eine Dose Senf kaufen oder was? So. Und jetzt ist das. Jetzt ist hier richtig Zeug schon drin, ey. Cool. Ja, abgefahren. Ich würde sagen, wir starten mal mit dem, was wir haben. Einem kleinen Regal. Nicht viel. Und wir machen da einfach so einen kleinen Shop hier draus. Einfach hier so mittig hin. Zack. Was haben wir jetzt hier? Take item from box. Ah, Cerealien. Cerealien sind da drin. Und man kann sie auch wieder so drehen. Das ist aber cool. Balance up. Das ist aber cool. Sehr nice. Wir stellen das einfach mal platzsparend rein. Okay. Ah, sehr gut. 5 Stück. Das heißt, die können wir jetzt hier alle so in Reih und Glied reinstellen. Das war vorher nicht so. Da musste man jedes Ding extra nehmen. Das war schon auch ein bisschen nervig. Jetzt hier mit der Möglichkeit, ja, die einzeln halt so reinzuballern. Ist schon, oder jetzt hier 5 Stück gleichzeitig zu nehmen, ist schon praktischer. Das ist doch gar nicht verkehrt. So, jetzt gucken wir mal, was wir hier noch haben. Das ist ja ganz nett, dass man damit schon mal anfängt. Zack. Und wir ballern das hier einfach mal hin. Zap. 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 4, 5. Und ich frage mich, was da drin ist. Ich bin ganz gespannt. Reinigungsmittel, auch gut. Nee. Frying, Frittieröl. Huh. Auch 5 Stück. Ja, dann machen wir hier Frittieröl hin. 1, 2, jawohl. Oh, ich hab's gleich wieder genommen. Okay, auch nicht schlecht. 4. Keine Ahnung, machen wir noch dahinter, ne? So, damit es von beiden Seiten. Kann ich es drehen eigentlich? Place here, cancel, rotate, mouse wheel. Ah, ja, ach so, ja klar, hatte ich ja gerade schon gemacht. Jo, okay. So, das haben wir. Ja, die Riegel. Die hatten wir, glaube ich, zuletzt hier an der Kasse. Ich weiß nicht, ob wir die hier auch nochmal hinlegen können. Ich lege da mal was rein. Oh, die sind ja groß. 2 Stück passen rein. Das sind so ganze Bars. Ich die drauflegen? Ne, leider nicht. Nur an freien Plätzen. Naja, ich habe ja jetzt nicht so viel, ne? Von daher baller ich das da jetzt einfach rein. Oh, zack. So, was haben wir hier denn noch? Was ist das denn, Alter? Eimer mit Farbe? Toilettenpapier oder was? Dass man nicht übereinander stapeln kann. Kann man wirklich nicht. Kann man nicht. Ich meine, wäre doch mal nicht so schlecht. Aber soweit erstmal so gut. Kann man nicht. So, die nächsten Sachen. Oh, das sind irgendwelche Kleinigkeiten hier. So, genau, Kaugummis, Gums. Können die da so hinten in die Ecke? Ja, guck mal, das geht. Ja, sehr schön. Die kann ich hier so ein bisschen verteilen. Kann ich mich auch hinhocken? Ich kann mich hinhocken. Ja, sehr schön. Tipptopp. So. Warum das eine nicht in die Ecke da hinten ging?
Das ist ein bisschen schade. Kriegen wir das jetzt hier auch noch hin? Hier vorne? Ja, perfekt. Und das letzte, was wir hier haben. Chips. Ja, Wolski. Die sind beim letzten Mal auch schon immer ganz gut gelaufen. Die machen wir auch mit hier ins Regal. Einfach so eine Reihe mit Chips. Dann sieht man auch immer direkt, wenn was fehlt. Perfekt. So. Ja, so gar nicht mal verkehrt. Kann man so machen. Press O to open your tablet. Oder Q. Q ist es, genau. Player-Status. Gesundheit. Oh, Food. Oh, ja, stimmt. Food und Wasser. Man musste ja immer essen und trinken. Und eine Toilette brauchte man auch. Und dann war man dreckig und sowas. Also das verstehe ich auch überhaupt nicht, diesen Part, was das soll. Aber, naja. Aber kann man machen. So, Shop-Upgrades. Display kostet 75. Magazine-Display. Newspaper-Display. Einen Grill. Coffee-Machine. Ich habe nur 350. Ich muss ein bisschen haushalten. Drinks-Machine. Und so weiter und so weiter. Feuerzeugdisplay. Wir fangen damit mal an. You don't have a bank card. Ah, das geht online. Und online funktioniert nur, wenn man bei der Bank war und das Bargeld, was man hier hatte, in die Bank bringt und dann wiederum von der Bank auflädt auf die Kreditkarte. Machen wir bestimmt irgendwann. Shop Rating. Okay, bin ich auch gespannt, was da passiert. How to play. Sehr schön, gibt es ein paar Infos zu. Perfekt. Ah, Jabba Shop. Da müssen wir einkaufen gehen. Ja, das machen wir gleich mal. Das machen wir gleich mal. Flashlight kann ich anmachen. Ah, das ist dann am Tablet. Gut gelöst, finde ich gut. Staff Personal, neue Leute reinbringen. Ja, aber im Moment noch nicht. Sales, das war beim letzten Mal auch schon gar nicht schlecht. Man hat genau gesehen, was man alles verkauft hat, in welchen Mengen und so weiter, wie viel Rechnung, die man bezahlen muss. App Store. Das ist also die Typografie hier, Katastrophe. Also keine schöne Typo, schwierig zu lesen, ja. Shopping Signal App, Bankcard App, okay, Bankaccount kostet aber alles. Okay, das machen wir alles später, wenn man keine anderen Sorgen hat. Und ja, das werden wir dann sehen. Ausmachen, Escape funktioniert nicht. Ja, ich würde sagen, wir machen den... Der erste Kunde. Schönen guten Tag, Kunde im goldenen Hemd mit der goldenen Haut. Halber Zombie, ey, ich sage dir. Ja, durchs Auto durch. Richtig. Oh, da kommt der Nächste. Wie sie alle am Glänzen sind, ey. Kratsching! Und der Nächste, Alter, jetzt geht's ab. Die Leute kommen schon. Hallo. Und wir hatten es nicht. Oh, der hat jetzt Cerealien gekauft, der eine. Jetzt rennt er wieder rein. Ich muss meine Karre da wegmachen. Und da kommt der Nächste. Nur Männer hier, ne? Nur Männer. Okay, ich brauche andere Sachen. Ich brauche andere Sachen. Wir gehen shoppen. Und da kommt der Nächste. Hallo. Cool. Wir verkaufen gerade schon die ersten Sachen. Was hätte ich denn gerne hier im... Was macht denn die Polizei? Ich kann da ja nicht rein. Was machen die denn? Carshop Fashion?
Houseware, Jabbershop. Jabbershop, wo ist der? Das ist der. Die Straße entlang. Da ist noch die Tankstelle, okay. Dann kommt der Jabbershop. Und hier ist noch so ein Gemüseladen, so eine Farm. Ah, cool. Und eine Bakery. Wir fahren erstmal zum Jabbershop. Escape geht nicht, Katastrophe, ne? Jawohl, verkauft. Oing, oing, oing. Was ist das? Die Bank, Alter. Central Bank of West York. Yeah. Da gehen wir erstmal rein hier als neuer Shopbesitzer. Alter. Da ist ja ein. Hallo? Schönen guten Tag. Wo geht's denn hier? Wo kann ich denn einen Kredit? Bank. Da traust du dich ja gar nicht, irgendwie was zu sagen in so einer Halle. Da kriegt ja jeder was mit. Alter, was geht denn hier ab? Er bewacht den Cola-Automaten. Ich will auch so Automaten, so Vending Machines. Alter, wie die alle glänzen. Also, nicht nur dahinter glänzt es. Alter, wo kommt das denn her? Wo kommt denn die Sonne da hinten her? Wo kommt denn... Nein, das ist die Scheibe. Really? Okay. Bankcard. Ich mache das noch nicht mit der Bankkarte. Ich brauche momentan noch jede Kohle. Wir haben zwar jetzt schon ein bisschen Geld gemacht. $400. Wovon ich doch was mache. Und zwar Transfer Money. Money 100. Eingezahlt. Ich gehe mal eben auf die andere Seite. Eingezahlt, da unten sieht man es jetzt quasi gerade, von Cash, vom Bargeld auf in die Bank. Und jetzt könnte ich es quasi hier weitermachen von der Bank auf die Karte oder halt andersrum oder halt wieder auszahlen. Ne? Ich meine, relativ selbsterklärend. Ich habe das jetzt gemacht, weil vielleicht wieder Rechnungen kommen. Und wenn ich dann irgendwie eine Rechnung begleichen muss, online oder sowas, dann habe ich da schon mal ein bisschen Geld auf der Seite. Und, die Karre. Und, gebe jetzt nicht gleich zu viel, vielleicht aus Versehen alles aus. Oh mein Gott. Ich dachte, es wird härter. So, wo ist der Jabba? Der Jabba Shop. Das ist die Werkstatt. Ich gehe mal eben wieder rüber. So. Alter, der Driften, ey. Never ending Drift. Wow, da war wieder was. Das ist ein Hotel. Hier ist der Jabba Shop. Da muss ich gleich hin. Und was ist das? Electronics Store. Ah, Bankautomat, das ist praktisch. Piep, piep. Was mache ich denn hier? Phone.
Was mache ich denn damit? Okay, das ist nichts für mich. Name. Name, Name, Name. Phone Cases? Ja, das ist wichtig. Das ist wichtig, in 5 verschiedenen Varianten. Oh, ich habe Angst. Ich habe jetzt Angst vor diesen unsichtbaren Wänden. Dass ich an der nächstblöden Wand, unsichtbaren Wand einfach oder Tür einfach verbugge. Moinsen! Ich bin da! Moin. Ich moin. Der Laden ist ja groß genug, ne? Muss man schon mal mit rechnen. So. Okay. Schönen guten Tag allen. Ich bin's mal wieder. Wir müssen mal den Laden voll machen. Also meinen Laden. Und deinen hier ein bisschen leer. Ich brauche so ein paar Güter. Was hätte ich denn gerne? Ich hätte gern... Ich habe schon mal Chips. Alter, das... Ach, warte mal. Weißt du, was das ist? Das ist die Taschenlampe und ich wundere mich schon die ganze Zeit. Ich wundere mich schon, was da so blendet. Okay. Chips, die sehen aus wie Kakao. Kakaochips, geil. Paprika-Chips. Und, Sour Cream. Und Zwiebulas. Was nehmen wir denn hier unten? Gegrillte Bananen? Was ist denn das hier? Tee? Coffee. Und Nuts. Wie viel habe ich denn? Wie viel Kohle? Guck mal, der Kaffee ist gar nicht so teuer. Ich hätte gerne so ein paar Basics. Also, ich hätte gerne... High Price. Warum ist das High Price? High, High, Good Price. Variieren die Preise je nach High Price nach Saison? Das wäre ja cool. Das wäre wirklich cool. Dass man dann gerade in einem Angebotspreis Good Price. Good Price. Kiste. Siehst du, Alter. Ich sage dir, das war genau richtig. Ich fahre jetzt immer in den Laden hier so rein. Safe. Ja, so stellen wir das rauf. Good Price. Was hätte ich noch? Hier, Toilettenpapier. High Price. Wow, was es alles gibt. Ich muss echt ein bisschen gucken von den Kohlen. Cookies. Stapeln geht nicht, ne? Doch. Perfekt, Alter. Das haben wir. Ich mach mal erstmal alles aus diesem Sweets- und Kekse-Bereich, was einen Good Price hat. Das habe ich. Das noch. Das noch. Okay, damit habe ich das Regal fertig. Und dann machen wir das hier erstmal drauf. Alter, da muss der schon so ein bisschen Jenga-mäßig, so ein bisschen aufbauen. Da vorne geht noch mehr drauf, ey. Und wenn ich das so ein bisschen weiter ausladend mache, haha, warte mal ab, ey. So, das haben wir. Dann nehmen wir hier eins. Ich muss gucken, wo sind meine Kohlen? Da, 300 noch was, perfekt. Zwei. Drei, das geht auch noch. Das geht auch noch. Das geht auch noch. Und die nehme ich auch noch mit. Und wie beim letzten Mal werde ich das erstmal gleich alles versuchen, auch auf dem Fußboden zu stellen oder so. Hauptsache, ich kriege das irgendwie verkauft. Hauptsache, es steht im Laden.
So, next. So, komm. Guck mal, da geht doch noch mehr. Ja. Aber ich mach das mal daneben. So, perfekt. Hör mal, da läuft aber hier, ey. Das läuft aber. Ich kriege ja richtig was rein. Und kohlemäßig ist es auch gerade ganz cool. So. Was auch immer das ist. Keine Ahnung. Wilder Kram. Aber es ist auch eigentlich wurscht, was es ist. Die Leute kaufen es ja eh. Die Leute kaufen es doch eh. Und irgendwann war es so, dass man die Sachen auch online bestellen konnte und dann wurde geliefert. Und das war dann ein richtig guter Moment, denn ab dem Moment musstest du hier nicht immer hindüsen und rumrennen und suchen. Man hatte allerdings einen etwas erhöhten Preis. War aber nicht so schlimm, weil man ja ein Zeitersparnis hatte und so, ne? Das war schon ganz gut. So, das nehmen wir hier erstmal alles nicht. Das könnte ich jetzt hier, das lasse ich aber auch erstmal sein. Ich hätte gerne noch sowas hier, genau. Tee. Was sagen die Kohlen? Ich sehe es immer nicht. Ach doch, da oben ist es. 193. 193 und die nehmen wir auch noch hier. Und dann, oder die. High Price, high, high, high. Wir nehmen die. Und dann gucke ich nochmal nach Getränken. Das wäre nicht so schlecht. Irgendwelche anderen Arten von Getränken. Und dann machen wir uns hier wieder vom Acker. Das ist ja ein sensationeller Laden hier. Ich weiß gar nicht, ob man so eine... Kann man so eine Ausrichtung... Vielleicht kann ich auch so eine gewisse Ausrichtung des Ladens komplett machen. Vielleicht mache ich einfach einen Gemüseladen oder sowas. Ich meine, es gab ja Gemüse. Es gibt Gemüse, es gibt Klamotten. Vielleicht kann man das machen. Na, krieg ich das noch drauf? Oh. Ah, geil. Perfekt. Ja. Ja, Kollege, ich meine, reicht das? Geht da noch was? Ich meine, ich könnte vielleicht noch was reinpacken, aber obendrauf ist auch noch okay. Ach so, Getränke. Hier sind so Reiniger. Oh, Eis. Cool. Auch gerade im Angebot. Angebot. Milchsachen. Cool. Also Tiefkühlsachen. Und das sind Toilettencleaner und so weiter. Also auch so Reinigungs- bzw. Hygieneartikel. That's it. Habe ich Getränke? Sind das alle Getränke? Das sind alle Getränke, ne? Dann habe ich schon Getränke. Okay. Alter, laggy gerade. Übelst laggy. Ich bretter mal raus hier. Ich hoffe, meine Sachen bleiben da jetzt alle oben drauf. Mir fehlen Sachen. Nicht dein Ernst, Alter. Ich hab die einfach in der Tasche. Ich hab die einfach in der Tasche. Ja, geil. Fertig. Heck. Okay. Abfahrt zurück. Zwei Ebenen ist okay. Dritte Ebene, nee, nee, Alten. Jetzt übertreibst du aber. Alter, der Sound, ne? Meine Ware! Nein, 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 nein! Meine Karre! Wo fährt der denn hin? Meine Karre, die wird überstellt. Der fährt! Der fährt! Warum fährt er rückwärts?
Ich werd weich. Ich werd weich, Alter, ich werd weich. Sag mal, Hungry, wo kriege ich denn eigentlich was zu essen? Muss ich in die Bakery? Wir fahren da mal gleich dran vorbei. Vielleicht kriege ich in der Bakery was zu essen. Wir sind irgendwo hier oben gerade. Alter, ich werde weich. Das Game macht einen so hart fertig. Ist das ein wilder Scheiß, Alter. Komm, gib ihm. Vollgas jetzt hier. So, das war der Rush Repair Service. Genau. Und jetzt kommen die Bahnschienen. Festhalten. Perfekt, Alter. Perfekt. Perfekt. So. Alter, ohne Scheiß, ne? Ich mach das wie beim letzten Mal. Beim letzten Mal konnte man aber auf den Kisten konnte man einfach Sachen draufstellen. Das heißt, ich habe beim letzten Mal einfach die Kisten auf den Boden gestellt und auf die Kiste einfach die Artikel draufgeballert, die dann in der Kiste drin waren. Hab das so ein bisschen sortiert nach verschiedenen Sachen. Das war quasi so Lagerverkauf direkt vom Allerfeinsten. War gar nicht schlecht. Kam auch gut an. Direkter Lagerverkauf. Quasi von der Palette runter. Alles Paletti. Zack. Ja, und dann war das gut, ja. So. Perfekt. Kriegen wir das hin? Geht das hier auch? Take from? Nope. Oh. Oh. Heck. Jetzt haben sie mich aber. Oh, wait. Doch. Ah, ne. Boden geht. Okay. Boden geht. Boden geht. Dann machen wir das mal so. Aber nicht übereinander wieder. Schade. Okay. Dann packe ich hier einfach alles aus. Dann müssen wir ja auch nicht lange, hier sind die Teesachen, alles irgendwie großartig sortieren, sondern ich baller das alles, stelle das hier alles auf den Boden. Es sind immer nur 5 Sachen drin. 5 Teile. Pro Box. Was ist das, Alter? Fruchtiger. Erfrischungsbaum. Ah ne, das sind Chipstüten, aber kleine. Irgendwelche Snacks. Die könnten auch vorne irgendwo hin. Aber ohne Scheiß, ich baller es einfach erstmal hier hin. Das nächste. Und dann gucken wir mal, was am besten läuft. So für den Anfang zumindest. Irgendwann ist es auch wurscht, denn, wie gesagt, die Leute wollen eh irgendwann alles haben. Da kommt einer, der will halt Shampoo haben und dann kommt der nächste und so weiter. Das ist halt irgendwann echt wurscht. Also, man kann das wahrscheinlich auch noch schön fein säuberlich machen, ne? Wahrscheinlich. Also höchstwahrscheinlich gibt es auch einfach Leute, die sagen, boah, geil. Also, da muss ich ja sagen, fühle ich mich in dem Game richtig gut aufgehoben. Ich sortiere das jetzt mal hier richtig schön, damit das auch mal nach was aussieht. Gibt es bestimmt auch, ja. Kann man, glaube ich, auch ganz gut machen. Ne, alleine die Möglichkeit hier zu sagen, ja, wir drehen das mal so, ne, Bullfrog. Kann man ja machen. Aber ohne Scheiß. Ich kann das nicht, ey. Ich will das nicht. So, raus mit dem Gedöns, denn nur ausgepackte Artikel sind Artikel, die sich verkaufen lassen. Wir haben gerade Nacht, das heißt, der Laden ist zu. Ich muss gleich mal die Ladenöffnungszeiten mir anschauen. Denn die Ladenöffnungszeiten sind ja wichtig
für meinen Rhythmus. Jetzt gerade sieht man ja hier die ganze Zeit blinken über mir links. Hungry. Ich muss zwischendurch schlafen. Ich muss was essen. Ich bin auch durstig. Guck's dir an. Ich muss auf jeden Fall irgendwo hin, wo ich recken kann. Regenerieren kann. Alter, irgendwelche Energy Drinks. Riesenvorteil ist, beim nächsten Mal können wir beim, also am nächsten Tag sozusagen, werden immer mehr Leute natürlich Artikel finden, die sie gerne hätten. Und dementsprechend machen wir mit der Anzahl der Leute mehr Umsatz. Jetzt fällt mir gerade wieder ein, ein wichtiger Punkt war es tatsächlich, und ich gehe davon aus, dass es genauso ist hier in diesem Teil, im zweiten Teil wie im ersten. Ein wichtiger Punkt war es, relativ schnell mehr Mitarbeiter einzustellen. Denn mehr Mitarbeiter hieß beim letzten Mal, dass noch einer an der Kasse war und dementsprechend kamen mehr Leute. Also der Rhythmus der Mitarbeiter war, nee, der Rhythmus der Leute, die gekauft haben, war anhand der Arbeitskapazität des Mitarbeiters sozusagen. Der Mitarbeiter konnte, keine Ahnung, jede Minute irgendwie einen abfertigen. So, heißt also zwei Mitarbeiter, hast du also pro Minute zwei Kunden. Easy. Also so in der Art war das. Und da werde ich auch tatsächlich, sobald die Kohle da ist, direkt reingehen. Mehr Mitarbeiter. So, der Laden ist voll. Ich habe alles rausgebracht, was geht. Auch schon tatsächlich einiges verkauft hier. Nicht schlecht. Wir haben 175 Ocken plus 100 auf dem Konto. Ich muss dringend was essen gehen. Und ich hoffe, die Bakery hat was. Komme ich hier wieder raus oder was? Was reingeht, geht doch auch raus. Danke. Die Karre, Alter. So, wait, das ist unser, also die T-Kreuzung, die nächste rechts und wieder rechts. Hier ist unser Laden. T-Kreuzung. Alter. Nächste rechts. Und wieder rechts. Hier ist die Bakery, oder was? Hier ist doch keine Bake... Hier ist doch keine Bakery. Ha. Alter, wie das gruselig aussieht hier. Was ist denn das? Was ist denn... Sugar Love? Ich kann gerade nicht mehr rennen. Da ab. Und bestimmt, weil ich keine Ausdauer habe. Nein, das sind Sachen, die ich verkaufen kann. Warum glänzen die eigentlich alle so? Alter, so Törtchen und so Sachen. Das ist aber cool. Oh, wieder ein bisschen laggy. Ja, aber dafür muss man sowas erst kaufen. Aber ist gerade... Ah, 400. Ja, die Bakery ist es leider nicht. Ich muss was essen, ey. Farm your shop. Bakery. Fashion Car Shop. Muss ich nach Hause? Tankstelle? Muss ich an der Tankstelle was essen? Es gab bei dem anderen, gab es immer so Frittenbuden, so Fastfood-Location. Ich kann nicht mehr rennen, ey. Es gab immer so eine Fastfood-Location. Da konnte ich ständig zwischendurch einfach mal eben was essen und gut ist. Aber jetzt bin ich ja echt...
schlecht dran gerade. Komm, Alter, ab in die Karre. Da ist so ein Foodtruck oder so hinter mir. Aber nicht wirklich, ne? Alter, wie spooky das hier alles aussieht, ne? Weil das einfach so eine spooky Zombie-Apokalypsen-City ist. Warte, ich habe hier noch ein Horn. Und Lights. Reset Vehicle. Ah, Handbremse. Open Doors 1 bis 5. Lol. Kannst du dir nicht ausdenken. Wow. Warum? Why? What the heck? Warum? Ich habe kein Bett. Ich habe gar nichts. Ich habe Hunger. Ich habe einfach nur Hunger. Ich könnte zur Farm weiter runterfahren. Geil. Ist das die Farm? Ich weiß es doch nicht. Ich glaube, das ist die Farm. Also, dass man nicht mit Escape wieder rauskommt, ne? Yeah! Alter! Wupp, wupp! Offroad! Nur geil, ey! Einfach nur geil! Ich fahre mit meinem fliegenden roten Vehikel. Moinsen, Herr Farmer! Professor, Doktor, Informer. Ist ja unglaublich. Good price for Zwiebulas. Kostet 25. Okay, da bin ich jetzt aber langsam am Limit. Das mache ich jetzt nicht. Aber ich werde hier... Alter, wie geil. Ich werde hier... Oh, der Lauch. Ich werde hier komplett... Ich werde hier komplett reingehen und die ganzen Gemüsekisten dahinstellen. 86, die Bananas. Ich bin dreckig, ich bin hungrig. Wait, was war mit dem Hotel? Ja, dann, keine Ahnung, vielleicht werde ich gleich einfach sterben. Ich meine, ich fahre ja auch mit dem Auto, wo alle Türen offen sind. Natürlich werde ich gleich sterben. Alter Vater. Oha. Oha. Easy. Überhaupt kein Problem. Alles gut gegangen. So soll das sein. Ich kann nichts machen. Ich kann gerade nichts machen. Ich kann nicht schlafen. Star Flasher Sale. Player Status. Ich muss dringend was essen. Ich muss was trinken. Mein Leben nimmt ab. Und ich weiß nicht wo, ey. Erstmal gleich direkt zur Klinik. So, was ist da oben? Was haben wir hier? Oh, es ist Tag. Oh, hier sind gebrauchte Sachen. Moinsen.
Nicht schlecht. Hier ist ein Bett. Gekauft für 50. Und eine Toilette. Gekauft für... Gekauft für 35. Und eine Badewanne. Gekauft für 75. Das sind die drei Sachen, die man eigentlich mal braucht. Sauber machen. Pinkeln gehen. Schlafen. Das ist das hier, ja. Das ist das. Alter, Escape geht nicht. Das ist so verwirrend, ne? Okay. Gib Gummi, Alter. Und zwar gehe ich jetzt damit. Ich hoffe, es klappt wie beim letzten Mal. Die Leute kommen schon rein hier. Moinsen. Wait, ist das mein Lager? Ich kann schon nicht mehr laufen, ne? Ist das hier mein Lager? Es ist echt laggy. Oh. Perfekt. Ich penne im Lager. Ich kacke im Lager. Und ich dusche im Lager. Normal, oder? So. Lass mich in Ruhe. Ich muss pennen. Erstmal. Interact. Oh, oh, oh. Den ganzen Tag nicht gepullert, Alter. Dann Interact. Und dann ein bisschen schnarchen, Alter. You can't sleep here. Ach, come on. Das wäre aber auch zu gut gewesen, oder? Mann, 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 Mann. Okay. Pick up. Nicht so schlimm. Aber wir können hier auf die Toilette und wir können duschen. Was hier noch fehlt, ist eine Küche. Es ist wirklich laggy. Es ist wirklich laggy. Ich hoffe, das wird noch ein bisschen besser. Was sagen die Kohlen? Wir haben 79 Dollar. Ich brauche was zu essen. Hunger und Durst. Ich kann kaum noch laufen. Hunger und Durst. Das ist ja das Weirde ist ja, du hast den ganzen Laden voll mit irgendwelchen Lebensmitteln. Geht nicht, Alter. Statt dass er sich mal da so eine Limo reinzehrt und eine Tüte Chips. So für den Anfang. No way! So, komm, gib Gummi hier. Ich fahre jetzt mal zur Tankstelle. Vielleicht gibt es da ja irgendwelche Snacks. Auftanken für die Karre, auftanken für mich. Repair Store. Ist nochmal alles gut gegangen. Ist nichts passiert. Öl und Gas. Ja, alles noch gut, ey. So, hier. Ne, hier ist nichts. Ich sehe jetzt schon, hier ist wieder nichts. Interact, Review. Ach du Scheiße, ist das teuer, ey. Jetzt fährt meine Karre wieder weg. Alter, ich kann nicht rennen. Jetzt haut meine Karre wieder ab. Stopp. Stopp, ich kann nicht rennen. Ich bin am Verhungern. Stopp! Lauf nicht weg! Ich kann doch nicht! Baum! Ah. Ah. Okay, weiter geht's. Sagen wir, gibt's auch noch die Handbremse? Handbremse. Space. Ha. Huh. Nicht schlecht. Dafür geht's. Aber dass das dann auch hält,
So, hier ist der Jabba Store, Shop. Klamotten. Hausklamotten, okay. Ich habe wenig Leben. Highspeed Internet. Equipment. Free Internet. Ich habe wieder Angst hier reinzugehen. Ich gehe auch nicht daran. Oh wait, was ist das da vorne? Ist da, gibt's da Essen? Alter, ohne Scheiß, es ist einfach ein Horrorszenario. Der Motel Serial Killer. Was ist da vorne? Ich hab Hunger, Alter. Ich werde gleich einfach kaputt gehen. Ich werde gleich einfach sterben. Du bist gestorben. Also da kommst du auch nicht drauf. Equipment. Sterben im Trader Life Simulator 2. Regale, ja, braucht man irgendwann. Inneneinrichtungen? Gibt es hier sowas wie eine Küche vielleicht? Einen Kühlschrank? Gibt es wirklich? Aber ob man das nutzen kann? Einen Ofen für 500? Ich bin arm! Einen Ofen für 500? Warum ist das hier so voll, ey? Es gibt nichts zu essen. Ich hab alles durch. Ich hab einfach alles durch. Ich kann nichts essen. Ich weiß nicht wie. Ich weiß einfach nicht wie. Ja klar, hier ist einfach Ende, ne? Ja. Ab hier sind dann die Zombies. Alles klar. Ja, zu den Zombies wollen wir nicht. Nee, nee. Wow. Hier nicht. Da nicht. Hier nicht. Nein, meine Karre, sie rollt gerade wieder weg. Glück gehabt, ey. Kann ich hier irgendwas essen? Kostet 10. Ich habe gerade schon 200 gemacht. Kann ich es einfach essen? Ich kann es nicht essen. Eat! Lull!
You are not hungry. Ich werd weich, Alter. Das war's wirklich? Das war wirklich? Water bottle. Water. Das war's wirklich. Endlich kann man aus seinem eigenen Laden einfach was rausnehmen und essen. Und wenn das jetzt noch richtig geil ist, dann habe ich auch verschiedene, dann brauche ich vielleicht auch tatsächlich, keine Ahnung, Gemüse und so. Food water is below 25%. Your health starts to get down. Ja. You can heal yourself by going to the pharmacy. You can eat, drink products from your shop. Ja. Das wäre vielleicht eine wichtige Information gewesen für mich. Hätte ich es mal gelesen. Clear yourself, okay. Toilets and bathrooms and bath tubes from. Okay. Also im Shop, aber schlafen muss ich halt zu Hause. Okay. Ja, $250. Das heißt, die ersten $250 werden schon draufgehen, alleine dafür, dass ich so langsam wieder zu Kräften komme in der Pharmacy. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt irgendwie hart kaputt gehe weiter, denn ich bin wirklich kurz vorm Kaputtgehen. Und ob man da wirklich sterben kann, würde mich ja eigentlich schon interessieren, ne? Also würde mich ja wirklich interessieren, ne? Ich bin gestorben im Trader Live Simulator 2. In dem Trading Simulator. Gestorben an Verhungern. Alter, ist das laut, ey. Ist das laut, ey. Komm, mach ready hier. Aber luftig ist es. Kann man machen. So. Wo ist meine Butze jetzt hier? Here we go. Falsche Taste. Danke, danke. So. Alter, Leggy, ich sage dir, Leggy. Tschüssing, Ring gehauen. Bitte bring mich um. Bitte töte mich. Ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Lass mich hier raus. Was hat er denn? So schlimm ist er doch auch wieder nicht hier, ey. Hallo? Das ist ja ein Ding, ne? Zack, verkauft. Ja, $270. Jetzt gucke ich mal gerade noch mal eben rein hier mit dem Staff. Kostet 500. Worker Training 1. Worker Training 2. Train your worker will be increase his work speed and daily sale. Siehste, es ist genau das wieder. Also, Customer Walking Speed. It's also increased the customer's walking speed. Oh, lull, Alter. Es ist... Alter. Die Kunden kommen einfach genauso rein. Safe. Die Kunden kommen einfach genauso rein.
spawnen hier aus dem Nichts, wie da hinten. Und verschwinden hier im Nichts. Und wenn man das erhöht, zack, next, verkauft, nächster. Und wenn man das erhöht, ist einfach die Spawnrate erhöht, beziehungsweise dann bewegen die sich. Wahrscheinlich sind es die gleichen, keine Ahnung, lass es mal 20 Menschen sein in der Reihe. Und die laufen jetzt quasi, da verschwinden die, die laufen jetzt, zack, da kommt der nächste wieder. In dem Moment, wo verkauft wird, kommt, spawnt hier der nächste. Jetzt verschwindet er da hinten, flipp, geht irgendwo runter, man sieht ihn nicht mehr. Jetzt verkauft er, geht im Kreis, kommt jetzt hier gleich wieder hin und verkaufen und der nächste. Oder halt nicht verkauft und der nächste. Und damit das mehr werden, wird einfach die Laufgeschwindigkeit erhöht. Sind dann die gleichen Leute, die einfach mehrfach kaufen. Ich werde jetzt gerade schicken, da ist er wieder. Ich werde weich, Alter. How to programmier a game. Allen. Aber witzige Idee. Komm, Alter, jetzt mal ernsthaft. Witzige Idee. Und mit den ganzen Ingredients hier im Shop und sowas finde ich absolut fair. Und finde es auch eigentlich ganz geil, dass sich da einer ranhockt und hier ernsthaft wirklich bemüht ist, ihr ein Game rauszubringen. Von wilden Scheiß im ersten Teil auf einem ganz abgefahrenen Level. Grafikmäßig, szenariomäßig, wie in so einem, keine Ahnung, Shooter aus dem Iran oder irgendwie sowas, Nahost-Shooter sah das irgendwie aus. Und jetzt Zombie-Apokalypse. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Kann man auch machen. Wir haben immerhin schon mal $312. Ich muss mein Bett wegbringen. Das heißt, wenn es... Ich sehe gar keine Zeit. Ich sehe gar keine Uhrzeit. Doch, da 16 Uhr. Okay. Shop Rating. Rechnungen habe ich noch nicht. Apps Store. Call a taxi. Deliver app. To order goods to your shop. Das kostet 5000. Aber ich glaube, darauf speichert als erstes, ey. Was ich aber jetzt wirklich machen könnte, wäre. Wo war das denn? Hier, für 75. Oh ne, es ist auf der Karte noch nicht. Ah, ne, dann noch nicht. Dann sparen wir erstmal noch. Nix ausgeben. Wir machen als erstes, ich bin schon wieder low, ach ne, immer noch low health. Wir machen als erstes das Upgrade, für, dass sie schneller laufen. Mehr Leute, mehr Cash. Da kommt da an der Mönch, Alter. Der Scheich. Ja, moin. Also, das Game. Das Game. Nee, nee. Alter. Da despawnt kurz vor den $500. Despawnt auf einmal mein Kassierer, weil Feierabend ist. Kannst dir nicht ausdenken. Was sagt die Zeit da? 21 Uhr? Schon ziemlich lange 21 Uhr. Aber wahrscheinlich haben wir 21 Uhr und der Laden macht zu. Ich weiß nicht genau, wann er wieder aufmacht. Ich esse jetzt mal eben was. Sell. 25% Preis. Was? Kann ich da einen... Oh, warte, das kann ich essen. Kann ich da ein Angebot machen? Ich trinke mal was. Und esse...
ein paar Chips. Food ist soweit okay. Und jetzt gehen wir mal eine Runde pennen. Wir müssen ja Alter, laggy. Heftig laggy. Open Store. Open for Customers. Ich lasse den mal offen, weil ich nicht weiß, wie lange ich penne. Na, komm ran hier. Und wir brettern erstmal mit unserem Luftschiff hier zurück in die Base, zurück ins Haus. Ich stelle das Bett da auf. Dann schlafen wir eine Runde. Wir gucken nochmal eben. Wie das abgeht dann gleich. Wie schnell die Leute auf einmal jetzt anfangen zu laufen. Ja, bin ich sehr gespannt. Bremsen! Geil. Nach wie vor das Beste im Game. Einfach Bremse drücken, Alter. So. Zack. Bett. Hier hin. Gute Nacht. Interact. Sell. Ich kann Sachen tatsächlich verkaufen. Vielleicht sind die dann auch sofort und automatisch weg. Es lädt, okay. Lange? Es lädt lange? Okay. Die Karre steht wieder auf dem Parkplatz. Das heißt, ich kann hier jeden Abend betrunken ankommen. Daily Worker, okay, 100 Dollar. Oh mein Gott. 100 Dollar sind weg. Jeden Tag kostet mein Arbeiter so viel. Ist denn schon offen? Ist er drin? Nee, ne? Oh nein, 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 nein! Das kannst du dir nicht ausdenken. Okay, der Shop ist open und sofort kommt der erste Scheich. Ja, wir holen uns erstmal die Karre zurück. What the heck? Das passiert, wenn man, um langsamer zu werden, Rückwärtsgang drückt und dann aussteigt. Das ist ja der Hammer, Alter. Anstatt einfach nur Bremse. Aussteigen. Ist klar, Alter. Moinsen. Oh, wir haben aber noch ganz gut hier verschiedenste Artikel, ey. Wir haben ja noch einiges hier. Und ich habe gerade gesehen, ich glaube, das Regal hätte ich verkaufen können, ne? Ja, ich hätte das Regal verkaufen können zum halben oder zum 25% Preis. Die anderen Sachen, jetzt müssen wir mal eben gucken, nach einer Nacht schlafen. Mal eben pinkeln und das haben wir ja zum Glück hier praktischerweise. Hier auch wieder so schön schmale Türen, wie im ersten Teil. Erstmal pullern. Ah, viel besser. Dann duschen. Und nass wie wir sind, geht's wieder raus. Status. Ja, perfekt. Gleich nochmal ein bisschen was essen. Perfekt. Es ist einfach so eine Flughafentür, ne? Alter. So, 450 Dollar. Ich glaube, so ganz lang müssen wir nicht mehr warten. Und dann geht es ab. Erstes Level up sozusagen. 504 Dollar. Sehr schön. Wir
cashen sofort rein. Staff, Training, Work, Training, Level 1. Es ist gemacht. Jetzt kosten die aber auch 200. Aber es kommt jetzt auch viel mehr Kohle rein. Ich bin gespannt, wie schnell das jetzt geht. So richtig viel schneller laufen die nicht. Richtig viel schneller laufen die nicht. Wait a minute, ist das erst am nächsten Tag? Oh, warte. Doch, er ist ein bisschen schneller. Es ist jetzt ein bisschen schneller. Vorher kam der erst, als der da hinten schon weg war. Jetzt müssen wir mal gucken. 20%. Kauft. Spawned. Gehen jetzt also wirklich minimal schneller. Das sind vielleicht, ja gut, auf den ganzen Tag gerechnet, ne? Vielleicht sind das schon mal 5 Kunden, 10 Kunden mehr. Also einen Riesenunterschied sehe ich da noch nicht. Den Riesenunterschied sehe ich da leider nicht. Wir haben jetzt 38 Dollar. 38 Dollares. Und müssen tatsächlich zusehen, dass wir hier den ganzen Sermon erstmal Stück für Stück verkaufen. Ja, die große Frage ist, was ist das A und O? Was wollen die Leute? Das heißt es jetzt natürlich rauszubekommen. Sie verkaufen oder kaufen hier ganz gut ein. Guck mal hier, so teure Sachen sollte ich vielleicht auch mit reinbringen. Sehe ich denn auch, was die nicht bekommen haben? Houseware, you need. Nee, ne? Wahrscheinlich kann man hier Electronic und so weiter, Shoes. Alter, wahrscheinlich kann man hier einfach einen riesen Shop machen mit allen möglichen Sachen. Und weil man so viele Möglichkeiten hat, jetzt als Shop anzubieten, kommen eben auch Kunden mit wahrscheinlich diesen möglichen oder mit diesen ganzen Wünschen hier rein. Und kriegen halt auch nicht immer alles das, was sie eigentlich wollen. Ja, krasses Ding. Ich lasse erstmal ein bisschen durchlaufen, bis ich hier komplett abverkauft bin. Dann wieder einkaufen. Dann wieder rein in das Ganze. Das machen wir aber dann das nächste Mal. Wenn es dir gefallen hat, Daumen da lassen. Wenn es dir richtig gefallen hat, Kanal abonnieren. Das gefällt mir richtig. Bis zum nächsten Mal.